jetzt die Chris Kallmeier Variante. Und jetzt die Emil Variante. Digga, das wird wieder anrufen, du weißt Bescheid. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zurück aus der Urlaubswinterpause. Wie ihr seht, befinde ich mich nicht mehr, also ihr seht es nicht, aber ich befinde mich nicht mehr in Thailand. Unschwer an meinem Outfit zu erkennen, denn wir haben uns von 30 Grad im Schatten zu 3 Grad mit Pisswetter in Deutschland bewegt. Was ich hier anhabe mit meinen Pommes-Speaker-Beinen, die seit 4 Wochen kein Training mehr gesehen haben, ist die wunderschöne neue Winterkollektion von Almost Netty mit unseren neuen Basic-Joggern. Ja, 3XL, normalerweise bräuchte ich 4XL, aber momentan passen sie sehr, sehr gut. Könnt ihr mal abchecken auf themosthated.de und bei der Gelegenheit könnt ihr euch auch diesen wunderschönen Premium-Hoodie mit einem 80.000 Stiche Stick, richtig schön dick, perfekt für den Winter. Mit Einsacken haben wir in verschiedenen Farben. Die OGs unter euch kennen die noch von den letzten Jahren. Mit sehr coolem Gummiprint hier oben auf der Kapuze. Auf jeden Fall mega hochwertig. Und damit ist auch meine Werbepflicht für dieses Video erledigt. Was machen wir heute? Für die Leute, die es verfolgt haben, ich habe mir in Thailand die absolute Montezumas Rache reingezogen, hatte 2 Wochen lang Magen-Darm des Grauens, habe 10 Kilo innerhalb von ein paar Tagen abgeworfen und die auch tatsächlich nicht wiederbekommen. Bin seit 4 Wochen sowas von fucking kalt raus, Netty, habe kein Gewicht mehr gesehen, fühle mich wie der absolute Lappen und damit ist jetzt Schluss. Ich befinde mich im Bunker in Berlin. Beziehungsweise im Nebenraum vom Bunker. Hier wird nämlich gerade erweitert. Habt ihr vielleicht bei Justin im Video schon gesehen. Hier hat er mit Markus Push trainiert. Und was soll man sagen, nach so einer langen Trainingspause fängt man natürlich mit dem Wichtigsten an. Wir werden heute Brust bzw. Push trainieren. Hier gibt es ein paar geile Geräte, die ich tatsächlich noch nie benutzt habe. Und ja, ansonsten erfüllt dieses Video eigentlich nur den Zweck der Monetarisierung. Deswegen labere ich so viel. Ab 8 Minuten verdiene ich nämlich Geld mit diesem Video. Und ein bisschen Leben auf diesem Kanal muss auch wieder passieren. Dementsprechend fangen wir mal mit einem Training an. So, Ben ist hinter der Kamera. Ich hoffe, du brüllst mich genauso schön an, wie du auch Justin angebrüllt hast. Mindestens, aber es wird dann schwierig bei der Soundeinpegelung, beim Schnitt. Ja, dann müsst ihr jetzt mit leben. So, was machen wir? Wir gucken mal erstmal. Hier ist nämlich hier ist so ein bisschen Gerätekuddelmuddel. Eigentlich ist der Bunker ist eigentlich da hinten, das kennt ihr schon, das Gym. Aber die Erweiterung findet hier statt, denn Ben hat nämlich sein, das Ex, darf man den Namen deines Ex-Arbeitsgeber benutzen? Ex-Lockdown-Gym einfach. Ja, sagen wir, das egal. dieses Gym da halt so aufgelöst und das kommt hier mit rein. Wir haben hier wirklich ein paar geile Dinge. Wir haben hier unter anderem zum Beispiel Nautilus Nitro Brustpresse. Habe ich nämlich auch gerade 2 Geräte gekauft. Ich habe gerade die Nautilus Nitro Flat Chest Press und den Latzug gekauft, sogar in doppelter Ausführung. Wir haben hier die Klassiker Hammer Strength Incline, die kennt ihr von mir aus dem Gym, die werden wir nachher auch mal machen. Und ansonsten gibt es hier auch noch ein paar geile Panata-Geräte. Ich würde sagen, wir machen einfach mal überall 2-3 Sätze. Drückt man hier den ganzen Stapel. Ist schon mal ganz gut. Ich denke mal, wir machen mal alles. Oh. Einmal alles. Einmal alles. Das ist einmal das erste alles. Mal, dass ich die Maschine laufen sehe auf einmal alles. Ja? Ja. Muss ich erst aus meinem Winterschlaf kommen, ja, damit hier mal vernünftig trainiert wird, oder ja, was? Hat Justin hier nicht mit der Hoppe dran trainiert? Ja, aber zum Schluss. Und da war nicht mehr mit einmal alles. Ach. Die haben an der angefangen. Das sind immer so diese Steroidopfer. Ja. Siehst du, ich habe immer mit dem Rücken trainiert, sein Leben war beendet. Ja. Hast du mittrainiert oder hast du nur gebrüllt? Ich habe nur umgeschrien. Ja, das ist wichtig. Darauf beschränke ich mich auch mal. Das ist auch nicht so anstrengend. Ja, auch alle erfolgreichen Coaches, die ich kenne, also dich und der Typ da aus Wien, die trainieren ja alle nicht. Nee. Ich muss auch ehrlich sagen, ich krieg ein bisschen Angst. Ich näher mich nämlich körperlich tatsächlich Stefan ziemlich an in letzter Zeit. Also frisurtechnisch sind wir sowieso schon ziemlich auf einem Nenner. Das wird jetzt Ende Januar zum Glück behoben.
Da könnt ihr euch wahrscheinlich auch auf ein Video freuen. Ich fliege nämlich zusammen sowohl mit Roman als auch mit Markus nach Istanbul. Und dann gibt es nochmal ein paar neue Haare auf die Birne. War nett. Na, dafür, dass ich jetzt hier extra noch 10 Minuten warten musste, damit der Kameramann sich seine Kamera wieder krallt, damit das auch hier in Action festgehalten wurde. Fühlt sich gut an. Muss man sagen. Ich finde, das macht schon so einen Unterschied, weil die Griffe einfach so ein bisschen dicker sind. Ne? Dadurch hast du einfach ein geiles Feeling. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr irgendwo die Chance habt, an diesen Nautilus-Geräten zu trainieren, macht das auf jeden Fall auch. Ich würde sagen, Volumen lassen wir heute relativ moderat. Ich mache noch einen Backoff-Satz. Dann können wir hier heute ein paar mehr Geräte durchprobieren. Und. Okay. Aber die Luft richtig raus, ne? Wenn man im Backoff-Satz weniger Reps macht als im Top-Satz, dann war der Satz davor entweder gut. Oder man ist einfach leer. Daran wird es wahrscheinlich eher liegen. Meine Kohlenhydrataufnahme der letzten Tage bestand auch eigentlich nur aus Aperol Spritz. Da könnt ihr euch übrigens bald auch was gefasst machen. Oh ja. Und, hast du es getestet mittlerweile? Nee, immer noch nicht. Und Carrot Cake. Ich habe den geilsten Carrot Cake zu Weihnachten gebacken. Und dann auch alleine gegessen. Also es waren wahrscheinlich so 5000 Kalorien hatte das Ding bestimmt. Okay, so. Ich würde jetzt eigentlich die machen, aber wenn man mal in einem anderen Gym ist, muss man natürlich auch ein paar Geräte ausprobieren. Dementsprechend würde ich sagen, mache ich erstmal eine andere Brustpresse, die ich nicht kenne. Die Panatta hier, die Flat Press. Aber wir haben die alte hier, ne? Unsere ist breiter als eure. Die ist breiter? Mhm. Sicher? Mhm. Meine ist uralt, meine ist bestimmt 25 Jahre alt. Also Justin hat sich wie ein kleines Kind gefreut, als er die hier gesehen hat und meinte, krass, das ist die alte. Die ist enger als unsere. Achso, dann ist er enger. Oh Gott, fühlt die sich scheiße an. Okay, das ist auf jeden Fall nicht dieselbe. Ja, nee, was? Dann ist das die neue. Oder so, keine Ahnung. Fühlt sich aber alle völlig kacke an. Wer hat das hier gemacht? Sagt nicht, dass ihr das wart. Was ist das, Spray? Nein, dieses... Gewichtschaos? Da sind 6 Scheiben drauf. Digga, hier sind... 6 unterschiedliche Scheiben. Oh nee, das ist ungefähr. Mein Mist hier wachsen. Aber manche sind da so ein bisschen... Das hat sich gefreut über die? Ja, der fand die gut. Der ist so undankbar, ne? Mm. Mann. Ja? Okay, die fühlt sich ganz komisch an. Ich empfehle die grüne da hinten, die ich dir gezeigt habe. Die was? Die grüne, die ich dir hinten gezeigt habe. Ja, wir machen die grüne, die fühlt sich irgendwie komisch an. Hat die Steckgewicht oder Plate Loaded? Steck. Ah, noch besser. Wird immer sympathischer, der Bauer. Ja. Ah. Die Plate von Multi gut? Die ist mega. Hattest du nicht auch eine? Nee, ich hab eine Cybex Multi. Ah, die wurde ja wieder abgeholt, ne? Ich hab die gute. Ja, aber die wird da repariert. Okay. Peppert denn das so? Die schläft hier ein bisschen am Blech. Das ist ja... Das ist beim Umzug leider ein bisschen... Mal laufen tut sie flüssig. Ja. Da müsstest du dich halt ganz hoch setzen mit dem Sitz und dann... Aber die Griffe sind in die falsche Richtung. Würdest du die so drücken? Wieso, wie meinst du? Die so gebogen sind und dann drückst du aber irgendwie...
Naja, da drückt man nicht diesen nur zum Spotten. Oder du heißt Markus Rühl. Das ist die Markus Rühl-Einstellung. Das ist die Request. Je breiter man greift. Ich habe mich auch noch nicht angebrüllt gefühlt. Das war irgendwie. Ja, du musst auch mehr als 100 Mal, noch nicht der maximale. Ist das nicht hier? Ich denke nicht. Weil die unilateral ist, aber am Kabel hängt. Ja. Deswegen. Ungewohnt. Sonst sind immer so, du kennst ja von Gym 80 so diese Brustpresse. Ja, die haben dann zwei Läufe. Auf den die sind immer, aber immer zusammen. Aber ist gut. Fühlt sich Bombe an. Abriss im Bunker. Unilateral ist die Kraftübertragung auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Ne? Fühlt sich gut an. Das wird wild. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Silvester gefeiert habe. Also ohne Scheiß. Ich glaube, das letzte Mal Silvester feiern bei mir ist bestimmt 5 Jahre her. Und dann noch mit dieser Chaos-Truppe. Alter. Das ist wild. Justin kommt auch Freitag. Und dann feiern wir hier alle rein. Von dieser Arsenal nachgebaut. Ne? Mhm. Okay, das gehört nicht zu den tollen Dingen. Gibt es hier einen vernünftigen Butterfly? Vorne. Gym 80. Ja, ich glaube, wir switchen mal nach vorne. So. Okay, das gehört zu den Flamesports-Geräten, die ich nicht empfehlen kann. Es fühlt sich todesweird an. Vor allen Dingen, wo ist der? Jetzt komme ich wieder. Justin und Markus haben die richtig gefeiert. Ja? Mhm. Das einzige Ding ist, das hat einen Vorteil gegenüber Kurzhanteln ist, dass du oben in der Kontraktion immer noch Gewicht hast, was dich nach außen zieht. Aber. Fühlt sich gut an. Das ist echt schön. Nach so langer Zeit mit ein bisschen Mobilität tut die Schulter kaum weh. Voll deine Mucke hier, Max. Jetzt die Chris Kallmeier Variante. Und jetzt die Emil Variante. Digga, das wird wieder angerufen, du weißt Bescheid. Man kann Satz über verschiedenste Art und Weisen verlängern, über das Muskelversagen hinaus. Man kann erzwungene Wiederholung machen, man kann einen Drop machen oder man ändert halt einfach die Technik und macht sich einfach so einen mechanischen Vorteil. Ne? In dem Fall haben wir einfach den Hebel ein bisschen verkürzt. Jetzt kriege ich tatsächlich langsam ein bisschen Blut hier rein. Jetzt ist hier Schulter. Guck mal, mit Pump wird es schon wieder ein bisschen essen. Okay. Ticken hoch. Runter.
Die ist auch geil. Die läuft gut. Hat vor allem den S-Klasse-Sitz. Ich wollte gerade sagen, sieht ein bisschen aus wie im S-Coupé der Sitze. Aber da kommt bei mir hier so ein bisschen Hammerstrengths-Feeling auf. Die haben ja auch so das eine oder andere Gerät entwickelt, wo man einfach mit den Füßen nicht auf den Boden kommt. Zum Beispiel diese Überzugsmaschine. Ja. Von den. Hat Lars mir gerade erzählt. Er hatte gerade, glaube ich, irgendwie 300 Hammerstrengths-Pullover-Maschinen gekauft oder so. Weil die gibt es nicht mehr im FitX. Alle FitX geben die Hammerstrengths-Pullover ab und dafür kommen so Booty Blaster da rein. Okay, die fühlt sich nicht gut an, finde ich. Ist das hier dein Gym noch? Ja. Aber die habe ich gekauft tatsächlich, ohne sie vorher zu probieren. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist da so an Gewicht drauf. Das ist eine 15er und eine 10er. Da ist gar nichts drauf. Ja, das ist. Nehmen dir den Schein, du brauchst besser laufen. Auf dem Buchton. 15er. Mit einem 10er steht schon da. Ein Traum. Man reicht ihm die Kettlebells. Fühlt sich aber auch ein bisschen komisch an. Muss ich sagen. Packen wir trotzdem ein bisschen Gewicht drauf, würde ich sagen. Wie geht es denn in der Theorie jetzt supplement-technisch weiter? Also wir wissen ja, du bist ein Riesenfreund von regelmäßigen Einhalten deiner Intervalle, die du dir selbst auferlegst. Aha. Aber in der Theorie, wie würde das jetzt... Ich werde meine vom Deutschen Ärztebund abgesegneten Testosteronersatztherapie werde ich natürlich fortfahren und vielleicht noch den ein oder anderen Milliliter Trembolon ergänzen. Hört, hört. Aber nur in Absprache mit meinem Veterinär-Facharzt. Nee, Quatsch. Bei mir ist tatsächlich echt ziemlich langweilig. Ich bin die ganze Zeit, also ich bin jetzt wirklich seit fucking Ewigkeiten bei 125 bis maximal 250 Tests in der Woche, eher bei 125, weil ich meistens eher so alle zwei Wochen indiziere. Ich habe jetzt in Thailand habe ich 200 Primum noch mit dazu genommen, allerdings nur für zwei Wochen und dann bin ich krank geworden. Und jetzt habe ich seit vier Wochen gar nichts indiziert. Ich muss ehrlich sagen, ich merke den Unterschied nicht mehr so. Ich finde es immer so geil, wenn alle so rumjaulen, so nach, ja, so zweimal nicht indiziert, oh, meine Libido ist so im Arsch und so weiter. Also ich müsste Testosteronwerte wie ein Neugeborener haben momentan. Und ich schwöre, ich merke einfach keinen Unterschied. Das ist völlig, völlig lax. Ich habe das ja schon mal gehabt. Ich bin mal, ich glaube, 8 oder 9 Wochen kalt rausgegangen. Selbst da habe ich habe es nicht gemerkt. Und nach irgendwie 6 Wochen sind meine Eier auch einfach wieder dick geworden. Aber bevor das passiert, nehme ich wieder ein bisschen Testosteron. Sicher, sicher. Nicht, dass ich noch aus Versehen irgendwo Nachwuchs zeuge. Das funktioniert nämlich. Okay. Ja, das ist jetzt nicht mehr so rekordverdächtig, was hier bewegt wird an Gewichten, aber besser als nichts. Seitdem haben wir noch. Ich würde sagen, dafür nehmen wir einfach ein paar Kurzhanteln auf nicht so fancy. Okay. Roland Schirloff, der sah auch schon asozial aus. Der sah auch schon mal besser aus, er ist recht. Aktuell nicht mehr so. Wer hat denn hier das Chaos gemacht, Leute? Das war bestimmt Johnny Cock. Johnny Cock war das? Das war Johnny Cock. Guck mal, der verteilt da schon wieder Fäuste.
Nee, ich mach nicht solche leichten Gewichte, weißt du? Oder City Fletcher war hier. Das sieht doch aus wie dieser City Fletcher Hindernisparcours hier. Ich finde das auch immer schlimm, warum sind die Netties eigentlich immer alle stärker als ich? Schlimm. Was war denn das für ein Scheiß? Die sind hier irgendwie einfach runtergefallen, die Schweine. Auf mein Knie. Hat der nicht schon vor einer halben Stunde an der Johnny trainiert immer viel und lange. Ja. Also der ist auch so ein Volumenverfechter. Vielleicht macht er aber auch gerade noch einen Satz für Instagram. Ich glaube, da hängt kein Handy drin im Stativ. Ja. Oh, und wir brauchen noch ein Thumbnail, damit die Leute da auch draufklicken. Ja. Was machen wir für ein Thumbnail? Gute Frage. Hast du nicht schon vor einer Stunde an der Maschine Schulterdrücken gemacht? Nö. So. Ich hab's erst im Booster gedrückt und dann habe ich es immer noch angefangen. Oh. Okay. Ja, drei Sätze insgesamt. Ich habe schon gestern einen Push gemacht, oder das Volumen nach, was ich gestern schon gemacht habe. Ich hole auch das Volumen nach, was ich die letzten vier Wochen verpasst habe. Ich entschuldige mich jetzt schon mal wirklich recht herzlich für dieses Video. Danke fürs Gucken, danke für den Support. Abo dalassen, damit ihr auch in Zukunft keine Qualitätsvideos mehr verpasst. Und ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass es im Januar ziemlich viel Content gibt. Wir haben ordentlich was geplant mit Inhalt. Schaut vorbei auf domoshate.de. Ich versuche mal das Blut jetzt in den Kopf zu kriegen und dann wird es noch einen Clickbait-Titel und ein wunderschönes Thumbnail geben, damit ihr auch dieses Video anguckt. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.